Das ist Julia aus Langstadt. 17 Jahre alt, leidenschaftliche Gitarristin. Dass sie mal so viel und so gut Gitarre spielen würde, hätte weder sie noch jemand anders aus der Familie gedacht. Die Langstädterin ist ganz unverhofft auf die Gitarre gekommen. Eigentlich sollte ihr Bruder Patrick das Instrument erlernen. Damals sitzt Julia oft dabei, hört zu. Was sie hört, gefällt ihr so gut, dass sie auch Gitarre spielen lernen will. Ihr Bruder zeigt ihr die Anfänge. Seitdem ist Julia nicht zu stoppen. Mittlerweile ist für sie das Musizieren auf dem Saiteninstrument nicht mehr wegzudenken. Das ist im Prinzip einfach mein Leben. Also es klingt jetzt kitschig, so wie man es sagt, aber im Prinzip ist es einfach so. Ich komme nach Hause von der Schule und dann spiele ich Gitarre und dann gehe ich irgendwann schlafen, gehe wieder zur Schule, dann komme ich nach Hause und spiele wieder Gitarre. Also im Prinzip gibt es immer was Neues, was man entdecken kann. Mit 8 fängt sie an zu spielen. Mittlerweile sind es schon 9 Jahre. In der Zeit hat sich viel getan, denn die Schülerin spielt nicht nur gerne und gut. Sie nimmt auch an Wettbewerben teil und das erfolgreich. Irgendwann mal habe ich von irgendjemandem was davon gehört und dann habe ich mal nachgeschaut. Da war ich, glaube ich, 13, 12. Also habe ich meinen Lehrer gefragt, was er davon hält. Kann man nochmal mitmachen? Also es gibt einmal den Wettbewerb Jugend musiziert und da habe ich jetzt schon 4-mal mitgemacht. Und dann habe ich noch 3-mal bei internationalen Wettbewerben mitgemacht und einmal beim deutschlandweiten Jugendgitarrenwettbewerb. Und dadurch kommt sie rum. Sie trifft Politiker und Musikanten. Sogar nach Chile hat sie die Musik schon gebracht. Auch etwas, das Julia am Musizieren liebt. Sie sieht verschiedene Orte, kann reisen. Über die Jahre hat die 17-Jährige verschiedene Stile auf verschiedenen Gitarren gelernt. Viel mit ihrem Lehrer, einiges hat sie sich aber auch alleine beigebracht. 7 Gitarren haben sich über die Jahre angesammelt. Jede hat ihren ganz eigenen Klang. Das ist zum Beispiel vom Klang her was komplett anderes, wenn ich jetzt so spiele. Es hat so einen ganz silbrigen, hellen Klang, also zumindest die Oberseiten. Und bei der klassischen Gitarre ist das alles eher, ja, das sind Nylonsaiten und dadurch ist es sehr so ein ausgewogener, weicher Klang. Im Moment spielt sie am liebsten auf ihrer Western-Gitarre. Das Besondere dabei, der Gitarrenkörper wird beim Musizieren mitgenutzt. Im Moment ist Julia froh, wenn sie neben der Schule überhaupt zum Gitarrespielen kommt. Wenn Julia spielt, ist sie ganz bei sich, nimmt nur noch sich und das Instrument wahr, wird eins mit der Gitarre. Und in Zukunft soll es am liebsten genau so weitergehen. Für die Zukunft wünsche ich mir, ganz viele Konzerte spielen zu dürfen, ganz viel rumzukommen, weil ich es total liebe, irgendwie zu verreisen und ja, sehr viel Gitarre spielen zu können, auch mit anderen Musikern zusammen viele Leute kennenlernen.